Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zum Tech-Video. Und es geht darum, um das Spielejahr 2016 und was uns alles so, ja, passiert ist, was wir gespielt haben und. Die Fragen kommen gleich. Nur mal erstmal besten Dank an den guten Heeres. Er hat uns nämlich getaggt und ja, hat uns das sozusagen beschert, diese schöne Aufnahme. Und als kleine Info nochmal so nebenbei. Mein Rechner läuft im Moment nur mit einem Bein und das ist auch gebrochen. Hab ein paar kleine Probleme mit dem Mainboard und so eine Scheiße, aber es ist nur als Info, weil wir jetzt hier gleich teilweise ein Live-Commentary haben. Ich habe noch nichts eingestimmt, ich habe noch nichts abgepasst. Ich versuche hier ein paar Bilder jetzt gleich ak zu aktivieren, dann wieder zu löschen, dann die nächsten. Das ist, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie es wird. Ich bin selber gespannt und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja. Der gute Jesus hat uns getaggt und es gibt 7 Fragen. Das ganze Projekt stammt vom guten Michi-Man und auch dahin nochmal großes Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich bin jetzt gespannt, ob das hier irgendwie klappt oder so. Keine Ahnung. So, okay. Gut, Frage 1. Eure Top Games des Jahres 2016 be plus Begründung. Ja, gut, und da denke ich mal, fangen wir einfach an mit dem Spiel, was ihr, glaube ich, alle schon wusstet. WoW Legion. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier alles passt. Ja, es kommt, da ist es. Junge, 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 ich bin ja geil, es läuft. Und ja, WoW, ihr wisst ganz Bescheid, ne? Das Let's Play läuft. Und in meiner Freizeit spiele ich es eigentlich die ganze Zeit, ne? Ich kaum Zeit zu irgendeinem anderen Game. Und was sie jetzt auch rausgebracht haben, das mit 7.1.5, was im Januar rauskommt, dann 7.2 und ein kleiner Hauch von 7.3 wurde ja so, ja, weiß ich nicht, so ein Hauch kam über seine Lippen, ja, ich sag's mal so, ausgedrückt. Und ja, also das Spiel macht Spaß, wir raiden mit der Gruppe, macht es Spaß, es ist, ja, Legion ist ein Add-on, wo eigentlich man denkt, also wo ich denke, die Leute, die mal aufgehört haben, sollten definitiv mal zurückkommen und sich das nochmal angucken und sich nochmal antun. Definitiv, es lohnt sich und von daher definitiv ein Game, was ich auf, ja, Top Game halt sehe für dieses Jahr. So, jetzt gucken wir mal, ob der Übergang wieder passt. Jawollo, da gucken wir mal. Nicht, dass ich mir noch was spreche. Ich kann nämlich nicht schneiden. Der ganze Rechner spackt ab dabei und hast du nicht gesehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal so weiter und ich hoffe, es klappt. Gut, kommen wir zum nächsten. Also insgesamt habe ich 3 Games, was ich als Top Game im Moment sehe, was ich halt auch spiele. Das ist aktiv, was ich spiele und von daher sollte das auch genannt werden. Von daher würde ich sagen, oder. Das zweite Game ist definitiv klar, für mich persönlich ist einfach Overwatch. Overwatch kam dieses Jahr raus und ich weiß noch, also es sagt eigentlich schon viel aus, wenn 4 Leute, die sich gerade so kennen, auf der Gamescom 4 bis 5 Mal in Schlange anstehen, teilweise Dreiviertelstunde, Stunde Wartezeit, um ein Game zu zocken und das jedes Mal wieder und den nächsten Tag auch noch Bock haben, dieses Game zu zocken. Dann kommt es raus, alle spielen zusammen noch mit und ja, es rockt, es macht Spaß, es ist ein geiles Spiel, auch für nebenbei. Ja, also es ist für nebenbei ist ein geiles Spiel, für Leute, die sich aktiv damit beschäftigen, hier die Liga zu spielen und die ganzen Brawls, was jetzt zusammengefasst wurde. Es war ja immer Brawl der Woche, jetzt ist es, dass man ein eigenes Game hat, wo immer hin und wieder nach und nach die Brawls zusammengefasst werden. Und ja, als Truppe macht es richtig Spaß. Definitiv, man sagt hier nach dem Raid, hey, lass mal noch eine Runde spielen. Die Leute sind dabei und geil. Geil, es macht einfach Spaß, Leute. Wenn ihr es noch nicht habt, testet es aus. Lasst es euch zu Weihnachten schenken. Beste Zeit ever. Und ja, gönnt es euch, würde ich mal so sagen. Von daher, es macht echt Spaß. Auch alleine, definitiv. Guckt und ansonsten guckt die Videos auf meinem Kanal. Es macht echt Spaß. Gut, kommen wir zum nächsten. Und da ein kleineres Top-Game, würde ich mal so sagen, ist. Dann auch Pokémon Sonne, was ich im Moment nebenbei mal ein bisschen spiele und versuche es auch jetzt das erste Mal wieder ein Spiel von Pokémon durchzusuchten.
Ja, schnell bin ich nicht. Ja, also es dauert echt für mich ziemlich lange für Leute, die bei Pokémon wahrscheinlich schon alle fertig sind und alle Pokémon auf 100 haben und. Ich gönne es mir einfach. Es macht Spaß. Es hat ein paar neue Sachen, die ich halt noch nicht kannte, dass man also keine VM-Attacken mehr braucht. Ne? Aber es wurde mir schon erzählt, dass das schon öfters bei den letzten Games auch schon mit bei war. Und ja, gut. Ist so. Ja, würde ich mal sagen, ist so. Und mir macht Spaß und ist schon eine Reise wert, ne? Dort mit den Pokémons, ja, voll geil. Ah, gut. Würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Die zweite Frage. Von welchem Top-Game würdet ihr euch gerne eine Fortsetzung wünschen? Ihr wisst, meine Top-Games, die habe ich jetzt vorgelesen, die sind alle aktuell. Und von daher dachte ich mir, ich gehe mal ein bisschen in die Zeit zurück, ne? So N64er Zeit. Und habe mir da ein Spiel rausgesucht, was ich auch wirklich hardcore gesuchtet habe, was ich auch mehrere Male durchgespielt habe und was ich auch, ja, einfach mal so gespielt habe. Es gab, das komme ich gleich zu. Das Spiel heißt eigentlich Star Wars Shadows of the Empire. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wenn nicht, googelt mal ein bisschen. Ich habe hier zwei, drei Bilder noch mit rausgesucht. So sah es aus. Schön auf dem N64er gedaddelt und, ja, das letzte Level. Ich habe da stundenlang, normalerweise musste ich so eine Raumstation kaputt machen, das weiß ich noch. Hatte aber keine Lust zu. Und dann habe ich erstmal ein paar Flugzeuge, sag ich, ein paar X-Wings, ein paar T-Fighters abgeballert. Und ja, einfach Spaß gehabt, ne? Einfach Spaß haben, fertig ist. Und ihr seht schon, Boba Fett im Hintergrund. Und ja, man konnte gegen den kämpfen, Digga. Es war geil. Davor habe ich auch noch ein Bild gefunden. Da ist er. Der Slave One, Alter. Richtig geil, Mann. Und ja, hat Spaß gemacht und von daher würde ich mir wünschen, dass es da mal eine Fortsetzung geben würde. Und schön auf PC, richtig geile Grafik. Oh, ja, doch. Nehme ich. Wird gekauft. Fertig ist. Gut, kommen wir zur Nummer 3. Das ist, gab es ein Game, welches euch überrascht hat? Außer den Top Games, das, was sie jetzt gesagt hatten. Und ja, es gibt sogar eins. Und weil ich halt vorher gehört habe, es ist nicht viel PvE, die Geschichte ist nicht so toll, es gibt viele Cheaters und. Aber es hat sich gemacht, finde ich, ganz besonders mit den neuen Erweiterungen. Und ja, das Spiel heißt The Division und ihr habt es schon bei ein, zwei Livestreams, glaube ich, gesehen bei mir. Und es macht Spaß. Wir sind jetzt im Moment drei, vier Leute. Gute Craft hat auch schon mitgemacht einmal. Habe ich auch mit ihm gezockt. War richtig lustig. Und ja, wir haben uns da. Wir sind durchgestorben, sagen wir es mal so. Er hat es auch bei sich erwähnt. Also es war schon lustig. Und ja, ich bin gespannt aufs Endgame. Ich bin noch nicht so weit. Immer noch Level 15, glaube ich. Um den Dreh. Also die Hälfte habe ich schon fast geschafft. Dann kommt natürlich das Endgame, was natürlich sich noch hinzieht. Und. Und das. Ja. Es macht mega Spaß, von daher geile Grafik und immer im Team. Nicht ohne mein Team, ne? Ihr wisst Bescheid. Nein, es war schon geil. Und ich bin gespannt, was jetzt noch in der Zukunft passiert mit dem Game. Ja? Gut, das war die Frage 3. Jetzt kommt. Oh, es klappt alles. Ah, es läuft. Es ist super. Gut, okay. Dann kommen wir zur vierten Frage. Gab es ein Game, worauf ihr euch gefreut habt, aber total enttäuscht wurdet? Und leider gab es eins und ich traue es mich gar nicht zu erwähnen als Fan, aber das gute Star Wars Battlefront hat mir extremst gut gefallen, dass es halt eine Erweiterung oder ein neues Game gibt. Aber ich war auch auf der Gamescom, ja, habe mich 2,5 Stunden dort angestellt, durfte auch eine komplette Runde komplett durchspielen. Aber an sich weiß ich nicht. Also es hat mir nicht gefallen, da schon nicht. Und habe es dann auf meinem Kanal auch noch als Beta gespielt und leider hat es mich nicht vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, es hat einfach nicht Klick gemacht. Es hat nicht Klick gemacht. Schade eigentlich. Leider, ja. Hat es für mich versagt und wurde halt dadurch auch sehr enttäuscht. Schade, immer noch schade. Aber gut, ne, es wird vielleicht irgendwann mal ein anderes geben, was besser ist. Von daher, nicht den Kopf in den Sand stecken. Gut, kommen wir zu Frage 5. Mann, sind wir schon fast fertig. Welcher Hype ging an euch total vorbei? Und da schon öfters gesagt wurde in diesem Tag,
Pokémon Go ist halt in sich nicht großartig an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch auf dem Handy gehabt, sag's mal, weiter angedaddelt, bin auch mal rumgelaufen, aber ich habe jetzt nicht so großartig da hinterher gesuchtet, so wie manch andere, die ich kenne. Und von daher lasse ich das erstmal weg. Ich komme gleich zum nächsten. Und das, der Hype geht jedes Jahr an mir vorbei und ich bin auch sehr, sehr froh darum. FIFA. FIFA, was war das jetzt? 16, 17 für nächstes Jahr? Keine Ahnung. Also ich lasse es immer links liegen auf der Arbeit, erzählen sie was. Und ich weiß ganz genau, beim nächsten Mal, beim Kumpel Sit-in, wird das Spiel rausgepackt, da wird gezockt und ich darf es wieder spielen und weiß ich nicht. Also nee, es hat für mich immer noch die gleichen Macken wie was weiß ich, 2012 oder so. Weiß ich nicht. Es ist halt nur bessere Grafik. Jetzt natürlich auch dazu gekommen. So eine Art Singleplayer mit Geschichte und sowas. Habe ich mir natürlich alles angeguckt, ne, bevor ich hier sowas erzähle. Solche Behauptungen aufstelle, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Tut mir leid. Genauso wie bei Final Fantasy 15. Der Hype ist definitiv an mir vorbeigegangen. Der Train hat mich nicht mitgenommen und von daher, ja, ich glaube, es liegt auch teilweise daran, dass ich keine PlayStation 4 habe. Nein, also wirklich, ich habe mich großartig ein bisschen informiert natürlich, weil Kumpels das gerne haben wollten und sowas. Und nein, tut mir leid. Genauso, ja, kommen wir zum nächsten. Battlefield 1. Als ich gesehen habe, dass das Pferd durch einen Panzer durchfährt oder Moped, glaube ich, war es oder so, ja, habe ich erstmal gelacht, dachte, okay, Beta, bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz hat mir das Spiel an sich auch weiterhin nicht gefallen. Es ging dann halt so weiter und es hat mich nicht mehr rangeholt. Ja, versteht ihr das? Ihr habt dann so ihre Meinung und ja, guckt ihr euch mal einen Livestream an oder ein Video bei YouTube oder sowas. Und ja, es kam nicht. Es hat, wie gesagt, dieser schöne Klickmoment, das gab es einfach bei mir nicht, bei diesen Games dieses Jahr. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die vorletzte. Krass, Alter. Was haltet ihr allgemein vom Remaster bzw. Neuauflage? Gut, ja, nein. Und eine Begründung hätte er gerne, okay. Oder ihr habt kein Interesse. Und da muss ich leider sagen, dass ich wirklich großartig Interesse zeige ich nicht dafür, weil ich denke mal, so ein Game wieder anzuspielen, so für 2 Stunden oder so, wäre cool. Aber ich wäre einer, ich glaube, danach würde ich es auch nicht mehr weiterspielen. Weil ich hatte meine Zeit mit den Games, die ich Bock hatte und gesuchtet habe und mich wirklich dahingesetzt habe, Zeit investiert, Informationen rangeholt, wo kann man noch was haben, was ranholen, wo kann man die Maske holen, zum Beispiel Skyrim und. Aber das war, das ist okay. Die Zeit, die habe ich noch, die Erinnerungen sind alle da. Aber ich würde mich nicht nochmal hinsetzen und das Spiel nochmal spielen. Also von daher bin ich eher der Typ, der kein Interesse zeigt. Ja? Schade eigentlich, weiß ich, aber nö. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt und leider auch die letzte Frage vom Tag. Auf welches Game freut ihr euch 2017 am meisten? Und ganz ehrlich, einfach auf das nächste Add-on von WoW. Patch von WoW, keine Ahnung, ist mir alles egal. Ich will einfach weitermachen und ich würde sagen, 1715 und 7273 kommen alle nächstes Jahr. Von daher bin ich erstmal, ne, gut abgesichert, würde ich mal so sagen. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht und mir mal was angeguckt, was mich interessiert. Und da kam natürlich nur das Game hier in Frage. Mass Effect Andromeda. Ja, also was ich jetzt gesehen habe und was mir bisher, ja, von der Geschichte her habe ich noch nichts angeguckt oder so. Aber es ist einfach was ich gesagt habe. Ich habe 3 Games davon gezockt. Ja, die ganze Geschichte. Ich will die nicht nochmal spielen. Ich will einfach sehen, wie es weitergeht. Ja, verdammt nochmal. Geil. Und es wird weitergemacht. Von daher bin ich interessiert. Und ja, bin gespannt. Bin echt gespannt. Und da ich dachte, ja, ein Game, okay, kann man machen. Da ich jetzt aber nicht so der auf den Hype-Train drauf bin bei den 2 Games oder bei dem einen Game, ja, habe ich noch ein anderes Game hier rausgesucht, ein bisschen Informationen reingeholt und muss schon sagen, dass mir das Game sehr gut gefällt. Kingdom Comes, Deliverance und
gab auch schon viele Alpha-Builds, die man sich angucken konnte. Auch bei YouTube kann man sich da ein paar Sachen reinziehen. Die Erklärung fand ich ziemlich geil gemacht, was sie gezeigt haben, dass man, wenn man, ja, die Slots fürs Gear zum Beispiel waren auch anders aufgebaut, als man es so kennt. So, ja, Brust. Man hat die Brust an, man hat einen Helm an, hat eine Hose, Schuhe, fertig. Und bei denen ist es wirklich so schichtmäßig aufgebaut. Erst kommt ein Hemd, dann Leder, dann Kettenharnisch, dann die Brustplatten und. Und alles kann kaputt gehen, alles muss wieder repariert werden. Und gleichzeitig, wenn man zerbeulte Rüstung hat und schmutzige Rüstung hat, wird nach dem Kampf, ist das Ansehen bei den Bewohnern nicht mehr so toll. Und man muss sich halt wieder sauber machen, ja. Also man muss schon mal unter die Dusche. Und ja, das ist ja nur ein kleiner Punkt. Man kann hier Quests machen. Wie war das? Ich glaube, das war Kloster zum Beispiel. Hat es einen Auftrag, dass man den Boss töten soll. Man konnte sich reinschleichen, versuchen, allen aus dem Weg zu gehen, zum Boss zu gehen, also zum Oberhaupt, dem Abt oder so. Keine Ahnung. Kirchenränge kenne ich mich jetzt nicht so krass aus. Man kann einfach rein, stumpf reinlaufen, alles niedermetzeln, was geht, und dann zum Schluss den Obermacker ein bisschen penetrieren. Oder man sagt sich, okay, ich gehe ein bisschen besinnter vor und bewerbe mich als Mönch bei dem Kloster und arbeite dann da und habe einen Tagesablauf, den ich nachvollziehen muss und. Also es hat sich schon gut angehört, aber wir wissen ja, man sollte sich nie vom Hype-Train überrollen lassen, mitgenommen werden, so großartig bei den neuen Games. Und ich glaube auch nicht, dass es großartig schon fertig ist, was ich jetzt bisher gesehen habe. Glaube ich einfach, dass es, wenn überhaupt, Ende 2017 rauskommen wird, wenn nicht noch später. Aber solltet ihr vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten. Gut, dann sind wir fertig. Wir sind fertig. Und was bleibt mir anderes übrig, als neue Leute zu taggen? Ja, da freue ich mich schon drauf. Und was die so zeigen werden, denn ich habe mir ausgewählt den guten, was, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es hinkriege. Guten Morel Noir, Digga, wir haben uns letzte Woche. Diese Woche haben wir ja gequatscht, ne, dir ging es nicht so gut. Ich hoffe, dir geht es jetzt wieder wirklich besser. Und hau rein, ne? Ich hoffe, das nächste Video, das erste Video, was du überhaupt wieder hochlädst, wird das sein. Ein Tag-Video. Mega gut. Ja, Inspiration. Und dann habe ich noch die gute Fina. Du wirst getaggt von mir. Ich bin echt gespannt, was ihr beide so von euch gibt, was ihr für Interessen habt, ne, nebenbei, neben WoW. Und ja, was bleibt mir anderes übrig, als euch zu sagen, wenn ich irgendwelche Games vergessen habe, wo ihr sagt, es interessiert euch oder sowas, schreibt es in die Kommentare und ich bin gespannt, ich lese gerne. Und ja, von daher sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal und ich hoffe einfach, dieses Video hat geklappt, ey, ohne Spaß, boah, so lange dran gesessen. So, also in diesem Sinne, macht's gut.